mal kurz auf die Uhr gucken. Es ist 18:42. Also in einer Stunde spätestens muss ich wieder oben sein. Das werden wir mal versuchen hinzubekommen. Kommen jetzt wieder an diese Baustellen ran. Die ganzen Bauarbeiter haben Feierabend, die kommen alle nach Hause oder gehen alle nach Hause. In der Sonne schuften die ja den ganzen Tag. Dann wird dann halt abends gearbeitet. Ich denke mal, dass das auch wieder Avocados sind. Könnte ich mir mal vorstellen, der will da rein. Oder nicht. Was das so wird, ne? Sicherlich irgendwo ein Firmengebäude. Das werden Apartments, das ist schon klar, aber das, da steht ja auch nichts dran, ne? Da machen sie halt immer ihre Telefonnummern hin, weil die halt schon im Bau zu verkaufen sind. Na, kannst du jetzt schon anrufen und eine Wohnung kaufen. Deswegen findet ihr überall an den Baustellen Wohnung. Und meistens wird der Bau dann ja auch so finanziert durch den Abverkauf der Wohnungen, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. Und das Meer in der gelben Sonne. Staubig, Leute. Überall Staub. Steht die Jekta Mall. Wenn wir schon mal hier sind, können wir einen Blick drauf werfen. Auch wenn ich da eigentlich nicht hin wollte. Werden ganz viele kleine Geschäfte und Boutiquen entstehen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte euch das ja schon mal so ein bisschen abgefilmt von der Seite vor ein paar Wochen. Aber jetzt ist tatsächlich hier schon richtig Leben drin. Also, hier sind sogar schon einige Boutiquen auf sich. Das wird alles voll. Hier kommt auch Rossmann rein, hatte ich euch ja auch schon vor ein paar Wochen erzählt. Das befreut mich nämlich besonders. Und das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Sache hier. Bei uns in Mahmutlasch. Ihr seht, die sind ordentlich am Bauen. Als wir letztes Mal hier waren, vor ein paar Wochen, war hier noch nichts. Jedenfalls habe ich nichts gesehen. Ich habe hier nur ein paar Schilder stehen sehen, dass hier Rossmann rein soll und ein paar andere Geschichten. Aber hier sind die ja jetzt schon richtig weit. Guck mal, richtig schön. Wir machen noch mal ein extra Video, wenn die so ein bisschen weiter sind. Im Moment ist ja noch alles ziemlich im Bau. Ipekyol ist hier drin. Mal gucken, was wir da noch haben. Ich sehe nämlich ja noch so ein bisschen günstigeren Läden. Auch nicht immer so teure Markenklamotten, aber ja gut. In solchen Malls kann man sich das sonst natürlich auch nicht leisten. Ne?
50% Indirim war. Indirim heißt immer, dass es runtergesetzt ist um 50%. Katzen gibt es hier natürlich auch. Ein Optikladen mit Gucci-Brillen. Ja. So sieht's aus. Back to school. Na dann mal los, Schulkinder. Ja, Katzi? Ja. Also, das ist die Jekta Mall. Sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr schön. Wir können uns das ja nochmal von hinten angucken, weil das ist wirklich ein schöner Bau. Und als wir vor 2 Jahren hier waren, da war das alles noch Baustelle. Ja, das war gerade im Kommen, in Planung sozusagen. Und das ist Wahnsinn, wie die Leute bauen. Wenn man da oben eine Wohnung hat, ne? Nicht schlecht. Ganz oben vielleicht noch. Richtig schön. Wo kommt ein Rossmann hin? Würde mich mal interessieren. Da oben kommen ja auch überall Geschäfte hin. Ne? Seht ihr, da überall kommen noch Läden hin. Ja, da gucken wir dann mal, wenn es ein bisschen weiter ist. Ein kleiner Ausflug. Am meisten freue ich mich auf Rossmann, weil ein bisschen Heimat in der Fremde. Nein, aber Rossmann ist teurer hier als bei uns. Logischerweise. Jedenfalls ist es vor letztes Jahr und vorletztes Jahr so gewesen. Keine Ahnung. Und auch die Limited Editions sind zu uns. Also wir haben die immer schon ein halbes Jahr vorher gehabt gefühlt. Aber das kann sich inzwischen natürlich alles geändert haben, das weiß ich nicht. Aber Rossmann gibt es ja schon lange in der Türkei. Und jedes Mal, wenn ich da war und wenn ich das umgerechnet habe, Euro war das ein bisschen teurer hier. Ist ja aber auch in Ordnung. So. Jetzt gehen wir einmal rüber und ich drehe euch mal wieder rum. Entschuldigt bitte, wird wieder mega lang das Video. Aber wenn wir die Jekta Mall entdecken, dann kann ich da ja nichts für, oder? So. Hier sieht es nochmal von hinten aus. Sind wir immer vorbeigefahren, ne? Da war noch nichts. Wahnsinn, wie die bauen hier. Wirklich Wahnsinn. Hier so ein kleines Mini-Geschäft mit 1000 Artikeln, Plastik und Bügeleisen und Bügelbrett und allen möglichen. Ich kann türkisch. Vorsicht, was ihr da redet. Ich gebe auch gerne mal eine Antwort, wenn da irgendwas gesagt wird, was mir nicht gefällt. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, egal wer da mir mal begegnet. So. Da wurde ich nämlich mal ganz böse angemacht vor 3 Jahren auf dem Bazar. Und da habe ich eine entsprechende Antwort gegeben und meine Söhne waren auch dabei. Also das war, da haben wir uns fast gezofft. Ne? Also das war ganz grenzwertig. Ich fand meine Söhne gar nicht gut. Wenn ihr das seht, werdet ihr euch sicher erinnern. Wir waren alle dabei. Naja, kein Problem. Kommt vor. So, jetzt sind wir schon fast beim Sonnenuntergang, leider, wie ihr entdecken werdet. Das heißt, ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Querfeld ein. Ich gehe da aber jetzt nicht wieder zurück, weil das ist mir zu schwummelig da. Ich gehe unseren Weg zurück. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen bei der Barbaros. Ui, das sieht aber auch nicht mehr schick aus, ne? Wird sich ja auch nicht mehr alt werden, das Gebäude. Hier ist ein Stoffladen, den kenne ich auch gar nicht. Gardinenstoffe. Das ist ja auch interessant. 30 Taler wahrscheinlich das Stück. Das ist sowieso auch nicht laufen gehen.
gut zu wissen, weil ich nähe ja auch gerne. Das sind wahrscheinlich die Reste von dem Gardinengeschäft. Kein Stoffladen, sondern ein Gardinenladen steht jedenfalls dran, der dann wahrscheinlich seine Reste verkauft, die er nicht mehr verwerten kann. Ich habe letztes Mal gar nicht gesehen. Beim Sonnenschein, da sieht man ja auch nichts. So, jetzt sind wir gleich an der Barbados. Ja, solche Anmachsprüche mag ich gar nicht. Und wenn ich das merke, dann gebe ich auch zurück Antwort, weil das gehört sich nicht, ne? Macht man einfach nicht. Schluss aus Ende, ja, ob ich ein Tourist bin oder nicht. Das macht man nicht. So, wir sind jetzt gleich da. Einmal hier noch rüber. Und dann muss ich zurück. Hilft alles nix. Hilft alles nix. Aber ich will erstmal gucken, auf welcher Höhe ich mich befinde. Vielleicht gehe ich ja noch ganz schnell in den Karneval oder in den 82 Salepazar rein. Ist auch schön, ne? Okay, bin wieder im Bilde. Aber wir gehen nach Hause. Drehe ich ein andermal. Wenn wir gleich runtergegangen wären, dann hätten wir das alles noch geschafft, aber wir haben ja einen Ausflug in die Berge gemacht. Und das ist ja viel mal schöner oder viel schöner als das Video fürs Schminken. Obwohl, das wäre für den anderen Kanal jetzt in Ordnung gewesen. Aber egal, machen wir morgen. Wir haben ja noch ein paar Tage, bis die Jungs kommen und selbst, ja, wir haben was vor. Und ob ich dann noch die Zeit habe, das alles zu machen, weiß ich nicht. Und auch keine Lust, ehrlich gesagt. Kümmere ich mich lieber um meine Family. Ja, die spielen Baklava. Baklava. Backgammon. Die spielen Baklava, ja. Das ist gut, Backgammon. Es riecht nach Feuer, nach ein bisschen Grill, keine Ahnung. Nach Parfum. Alles gemischt. Und bei dem Spielplatz, wo auch wieder viele Kinder sind. Und ich gehe jetzt den Berg gleich wieder hoch. Viel über. Und das schaffen wir gerade noch. Immer um dieselbe Zeit. Wahnsinn, ne? Stellt euch mal einen Spielplatz in Deutschland vor um diese Zeit. Es ist, weiß ich nicht, was ist es? 7:30? Undenkbar, glaube ich. Schade eigentlich, oder? Aber Kinder sind dann halt auch meistens schon im Bett. Aber hier läuft das Leben anders. Die meisten der Kinder, die hier jetzt sind, wenn die hier zur Schule gehen, müssen die dann, glaube ich, also ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, die Grundschüler sind schon in der Schule. So. Ist auch erträglich. Man merkt, dass es ein bisschen kühler wird und angenehmer wird. Hier läuft der Schweiß nicht in triefenden Tropfen runter. Merkt ihr sicherlich auch, ne? Ich bin kaum nass geschwitzt. Und das war ja selbst um diese Zeit noch richtig schlimm im August und im Juli.
schon merklich abgekühlt. Irgendwie schade. Fährt der Schock. Kleine, der Wagen, der den Schockwaren liefert nach Hause. Sieht man öfters mal wieder Anzeigen für Wohnungsverkäufe. Wahrscheinlich, weil die Touristensaison dem Ende zugeht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na, seid vorsichtig mit dem Hund. Das ist unser. Der ist ganz nach unten gekommen. Guckt mal. Der ist ganz nach unten runter. Die Katze der Mülltonne. Alle. Sag mal, war nicht eine von euch eben in der Mülltonne? Nee, 19:38 Uhr. Gut, ich bin, wollte ich sagen, ich werde jetzt in den Pool steigen, weil ich brauche unbedingt Wasser an meine Glieder. Das war anstrengend. So. Gehe ich da noch mal rein. Die Sonne ist untergegangen, wie ihr seht. Und könnt ihr noch ein bisschen dabei bleiben, wenn ihr wollt. Wässern tue ich nicht heute. Das muss man auch nicht jeden Tag machen. Ich glaube, die sind auch noch relativ feucht. Die Pflanzen.
ist eine andere, hm? Ja, du? Hallo? Jetzt was zu essen warm gemacht, beziehungsweise diese Mante hatte ich ja gestern gekocht, die habe ich mir in der Mikrowelle warm gemacht. Dann habe ich mir jetzt hier Knoblauch klein gemörsert sozusagen und habe mir das mit Joghurt jetzt hier angerührt und dann werde ich das in meine Mante reingeben und dann einfach Ketchup drauf machen. Schmeckt auch lecker. Mal eine andere Variation, aber es ist wirklich ein interessanter Geschmack. Das Süßliche, weil der türkische Ketchup ist wirklich sehr süß mit dem Knoblauch und mit den Mante. Schmeckt lecker. Jetzt gehe ich nach oben und esse das wieder an meinem Platz. Ich gehe ja immer auf meine Terrasse oben. Hier mache ich alles aus. Und hier sitze ich wieder auf meiner Gartenterrasse bzw. auf meinem oberen Stockwerk auf der Terrasse. Mit dem Ausblick genieße ich jetzt die Geschichte. Ich bin wieder unten. Mir war das oben zu kalt. Ich habe bis eben noch geschnitten, aber Leute, ich habe eiskalte Füße gekriegt. Ich habe mich zugedeckt mit dem Handtuch. Es ist wirklich kühl geworden und das wird immer schlimmer. Also von Tag zu Tag wird es kühler draußen. Also eben mir war richtig kalt. Also wirklich, ja, da kann man nicht mehr draußen sitzen, leider. Die Nachbarn hier haben auch alle ihre Fenster zugemacht, also es ist wirklich schon kalt. Aber in der Wohnung ist es noch ziemlich warm und aufgeheizt, aber draußen ist es kalt. Na, meine Hände sind immer noch eiskalt. Ja, Leute, also das mit dem draußen sitzen und schwitzen in der Nacht ist vorbei. Ne? Herbst kommt auch hier in der Türkei langsam an. Ja, wir sind aber, wie gesagt, auch in den Bergen. Hier ist es noch mal ein bisschen kühler, sowieso von Haus aus. Das darf man nicht vergessen, es ist ganz schön hoch, ne? Gut, mein Lieben, ich möchte mich für heute von euch verabschieden. Wir haben wieder eine ganze Menge an Videomaterial zusammen produziert heute und möchte mich vor allen Dingen bedanken, dass ihr wieder so lieb und nett dabei geblieben und gewesen seid. Wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und bis morgen. Tschüss!